Nochmal einen schönen Nachmittag hier auf der Wohnraum Niederösterreich Bühne. Herzlich willkommen. Ich weiß, Sie sind alle nicht wegen mir da. Ich weiß, wegen wem Sie da sind. Und ich kann Ihnen auch versprechen, Sie kommen gleich. Sie sind stark wie die Steiermark. Sie sind seit über 20 Jahren erfolgreich unterwegs. Sie sind mit Leidenschaft Musiker. Sie haben 350 Fernsehsendungen und 30 Fanreisen absolviert. Und jetzt will ich einen Riesenapplaus hören für die Edelseher! Wie geht's mit los? Aber das hat schon mal hier gestanden. Das war nicht das Einzige, aber es war mal das erste Stück Unplugged, eine steirische Polka. Jetzt machen wir mal ein gemeinsames Foto für die niederösterreichischen Nachrichten. Das können Sie ja dann in den niederösterreichischen Nachrichten sehen. Jetzt sind wir ein bisschen unhöflich. Andreas, Manfred, Gerald und natürlich der Fritz. Fritz, du hast schon ein Mikrofon. Wir gehen nach vorne, sodass uns nicht nur alle hören, sondern auch alle sehen. Ihr seid so Steirer mit Leib und Seele. Was führt euch nach Niederösterreich? Diplomen und die lieben Leute. Diplomen auf der Gartentour. Habt ihr schon ein bisschen was gesehen von der Messe? Ja, da hinten auf der Autobahn haben wir ein Kleinzeug, aber die richtigen Blumen, da müssen wir durchschauen. Wir sind leider heute ein bisschen im Stau gestanden in Wien, aber wir sind froh, dass wir da sind. Niederösterreich ist nicht nur ein unglaublich schönes Bundesland, sondern wenn wir so zurückschauen, unsere fast 25 Jahre, dann freue ich mich unglaublich, dass wir so viele Plätze schon gesehen haben. Dulln gehört dazu, wir waren schon einige Male da. Da vorne sitzen ein paar Dullner, die ich ganz herzlich grüße. Die waren vor kurzem mit uns in Kärnten am Glöbeiner See und haben eigentlich ein schönes Familienwochenende verbracht. Wir sind immer wieder gern da, mein. Wir sind unglaublich stolz, dass wir heuer vom ORF in Wien eine eigene Sendung erhalten haben. Ich habe am kommenden Freitag meinen 40. Geburtstag und am Samstag, den 10. September, für alle, die zu Hause sind, es gibt im ORF 2 eine eigene Sendung der Edelseher, die heißt der Musikant in Trochten wohnt. Da ist zum Beispiel mit dabei der Arnold Schwarzenegger, der uns Grußworte aus Amerika gesendet hat. Die Starkhauer sind dabei. Hast du alles gehört, jetzt haben Geburtstag gefällt, oder was? Ja, der redet schon so wie mir rein, aber mittlerweile verschlängern die Niederösterreicher die Steirer auch. Das gefällt jetzt. Nach dem 9.9. machst du außerdem was? Es gibt nämlich einen Fanwandertag. Wanderst du da mit? Der Geburtstag ist schon ein großes Fest. Also wir starten das Fest am 9. September. Es sind jetzt um die 3.500 Leute, die zu mir oder zu uns kommen. Zu mir ist nicht ganz richtig, weil es ist zufällig mein Geburtstag, wo das Edelseherfest beginnt in Bad Waltersdorf. Zufällig. Ja, der 9.9. ist zufälliger Freitag, das ist Glück. Und es haben sich unglaublich viele angesagt zu gratulieren, in musikalischer Form und auch viele Freunde und Fans. Wir wollen ja nicht anders sein. Es ist halt so, wir sind stolz auf unseren Dialekt, wir sind stolz auf die Heimat. In Österreich ist eben dieses kleine, schöne Land, das Besondere ist, das Brauchtum, dass er jeder seine Sprache hat, dass jeder seine Kultur hat. Und unser Freund von Niederösterreich, der was zuerst auf der Bühne war, der Gordon Mau, der Reinhard, wo ist er? Da will ich schon wieder bei seinem Stand zurückkommen. Nein, da hinten ist er noch, der hört sich natürlich auch. Also das ist ein ganz guter Freund von uns, wir haben ihn schon mal gespielt. Und das Schöne ist, überall wo er ist,
wenn die Edelsherr spülen, bringt er gleich was zum Trinken. Danke für die Runde, was du gleich bringst. Er kommt ans Handelplatz. Siehst du? So sind die Niederösterreicher zu den Steirern. Bravo, bravo, bravo. Also ganz ein Braver. Er heißt Lorenz, ist der dritte Sohn. Ein Nachzügler, weil der Große ist schon 17. Und das Glück, was wir haben, der Große schaut eigentlich schon so, wie wenn er der Papa war. Optisch könnte ja schon der Großvater sein. Ja, aber sei denn nicht. Willst du noch Buben oder kannst du noch Buben? Oder ist das in der Steiermark so? Ich habe ja gar nicht gewusst, dass es noch geht. Also ich war mir aufgefallen. Da ist ein Scheiter um der Himmelfahrer, das kann ich nicht beeinflussen. Ja, jetzt wollen wir dann auch noch was hören. Ich hoffe, wir hören viel von eurer CD. Ihr habt uns viel mitgebracht, viel Musik natürlich auch. Geht das noch? Ja, sollen wir noch einen spielen, oder? Ja, jetzt spielen wir natürlich. Mit was geht's denn los? Mit einem schönen Lied. Das machen wir nur für dich. Nur Schmidt. Ein spielen wir noch. Ein spielen wir noch. Dann geht's jetzt los. Ich wünsche viel Spaß. Ich oder? Danke. Gerne. Du bist Niederösterreich, ich schau's an. Wenn es der gelbe Hosen heißt, dann heißt der blauen Oberteil. Wohntraum Niederösterreich. Wohntraum Niederösterreich ist blau-weiß. Blau-weiß. Sehr schön. Ja, gell? Da war gar kein Zufall, genauso wie euer Grün. Ich danke euch. Ich wünsche viel Spaß mit den Edelsingern. Auf geht's. Danke. Gut. Wir hätten so einen Wunsch, wenn wir jetzt singen, dass ihr uns helft. Wer von euch war schon mal in der Steiermark? Oh. Also wenn ich die Hand zur Führung gebe, dann brauchen wir das. Das muss ein Steirer sein. Nur das, okay? Eine Generalprobe. 1, 2, 3. Das muss ein Steirer sein. Genau. Im Burgenland brauchen wir meistens eine halbe Stunde dazu, aber das ist ein Meidl, geben wir die Hände nach oben für unser Steirerland. Auf geht's. Hey, hey, hey. Ich steh grad in New York, in der 5th Avenue. Die Straßen voll allein und jeder schaut mich nur an. Was kann man die grad direkt von der Erde 50 Bond? Da redet mich auf einmal so ein Ami an. Und jetzt war mein Duld, am ganz voll auf dem Hut. Die Musik im Blut, es muss ein Steirer sein. Verstand, es muss ein Steirer sein. Eine Hollywood-Figur, ein Herz für die Natur, es muss ein Steirer sein. Ein Weinlein, Kopf und Zürn, manchmal geben ihre Kur, nur es muss ein Steirer sein. Und viel was über meine Achsen. Was sagt dann meine Frau, die Silvia? Ah, aus mir wird sicher nie ein Benzisar. Ich bin ein Steirer und kein Spanier. Bei uns dort tanzt man nur ein Schurblattler. Lederhosen, grüner Rock und hupft herum wie ein Kurzfuch. Cha, 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 doch so schnell wie ein Auf. Und irgendwann noch alles drauf. Und ich trage dann nur Immer wieder der Jungen.
sind ein paar immer wieder lernen. Doch vom Jungen bist du wert, doch vom Auto bist du fern. Super Sommer sind ein paar oft und überall. Auf die der uns drückt die Däume. Und jetzt geht noch einmal die Hände nach oben. Jetzt kommt die Hymne aus der schönen Steiermark. Komm hier unter den Hauptsaal. Die Steier ist ein Berlin. Schau mal her, das ist. Tschüss, bitte! Bis zum nächsten Mal! Dein Rico, warte mal noch! Achtung! Eins, zwei und drei! Jawohl! Hallo! Danke! Danke! Die Musik kommt aus Österreich, das Werk kommt in jeder Reihe. Die Zwiebeln, die Zwiebeln, die Zwiebeln.
Sehen uns da vorne. Sind eine große Familie und wir wollen es bleiben, dass wir immer so sein. Auch wenn es ein Pinguin ist. Die Geamten, die Bediener, die Hermine, wen habe ich noch?